Stefan Schmuckenschlager, Klosterneuburger Volkspartei. Stefan Mann, SPÖ, Klosterneuburg. Sepp Wimmer, Grüne Klosterneuburg. Dr. Josef Pitschko, FPÖ, Klosterneuburg. Johannes Kehrer, Plattform unser Klosterneuburg. Peter Hofbauer, Liste Peter Hofbauer. Michael Angel, Freie Wähler, Klosterneuburg. Walter Wirdl, NEOS, Klosterneuburg. Ich darf nun alle Mitstreiter im Wahlkampf 2015 begrüßen. Persönlich zu meiner Linken sitzt der amtierende Bürgermeister von Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager. Willkommen. Rechts von mir Stadtrat Stefan Mann von der SPÖ. Guten Abend. Neben ihm sitzt der grüne Kandidat, Stadtrat Sepp Wimmer. Ich darf begrüßen Herrn Stadtrat Josef Pitschko von der FPÖ. Herrn Johannes Kehrer von der Plattform Unser Kloster Neuburg. Weiter, wenn es einfacher, das hat jetzt nichts mit einer Mandatsverteilung zu tun. Gemeinderat Peter Hofbauer von der Liste Hofbauer. Dann die beiden neuen Kandidaten, die sich das erste Mal der Wahl stellen werden. Das ist der Walter Wirdl von den NEOS. Und last but not least, die kleinste Fraktion, glaube ich, die sich dem Wagnis der Wahl stellen wird, das ist Gemeinderat Michael Angel von den Freien Wählern Klosterneuburg. Wenn Sie sich die Runde anschauen, also eigentlich ist es ja ein Halbrund, oder ein Oval, ne? Halbrund ist es, anschauen und dann fallen Ihnen vielleicht was auf, mir ist es gleich aufgefallen. In unserer modernen Zeit, in der wir leben, wo die gleiche Berechtigung herrschen sollte, sitzen ja nur Männer hier. Wir haben 7 Kandidaten. Ich hätte mich persönlich sehr gefreut, eine Dame auch zu finden. Aber wir sind ja keine. Obwohl es eigentlich so ist, dass jedenfalls die Plattform unserer Klosterneuburg, die Buch, ja, wenn ich mir die Kandidatenliste anschaue, ihren Spitzenkandidaten stellt und der ist weiblich. Jetzt würde ich mal fragen, warum ist denn das so? Und über mal grundsätzlich einmal darüber sprechen, wieso oder wie wichtig sind Frauen in der Politik? Ich darf das Wort dem Johannes Kehrer, der uns erklären wird, warum die Spitzenkandidatin heute nicht da ist. Danke, ja. Also die Spitzenkandidatin ist hier, sie sitzt hier und wenn ein weiblicher Spitzenkandidat eben, das ist dann eine Spitzenkandidatin. Wir sehen uns als Spitzenteam bei der BUK. Wir sind 5 Leute im Spitzenteam und verteilen da die Rollen für unterschiedliche Veranstaltungen. Es gab schon eine Podiumsdiskussion, die hat die Theresa sehr erfolgreich absolviert. Und jetzt bei dieser Diskussion bin sozusagen ich an der Reihe. Es kommt auch hinzu, dass hier die meisten von uns, also eigentlich alle aus der Walter Wiel, schon im Gemeinderat sind und da Themen aufkommen werden, die einfach in den letzten 5 Jahren Thema im Gemeinderat waren. Jetzt bin ich schon im Gemeinderat seit 5 Jahren als Liste Saumann da. Jetzt ist es logisch, dass gerade wenn man auf diese Themen eingehen will, dass dann ich hier Stellung beziehe und eben wir wechseln uns ab, weil wir ein Spitzenteam sind und da Gleichberechtigung quasi auf allen Ebenen leben.
Jetzt ist es so, ja. Genau, das Frauen in der Politik sind das halte ich für ganz wichtig. Es sollte ja ziemlich gleich verteilt sein, so wie die Bevölkerung. Ich meine, jede Gruppe sollte repräsentiert sein. Allerdings geht das natürlich auch einfach nach Kompetenzen. Wir sind froh, dass wir im Spitzenteam 2 Frauen haben. Wir haben von uns 5 im Spitzenteam und wir verstehen uns alle wunderbar prächtig. Und ich glaube, wir sind alle durch unsere unterschiedlichen Lebenssituationen und unterschiedlichen Ausgangspositionen eine Bereicherung füreinander und machen das eigentlich, glaube ich, wunderbar. Muss man prinzipiell jetzt krampfhaft oder auf Just der Mensch-Standpunkt hier Frauengruppen pochen in der Politik oder ist das einfach modern oder in der heutigen Zeit wichtig, Herr Bürgermeister? Also wir machen es nicht, wir setzen nicht zwanghaft auf Frauenquoten. Es ist ja auch zweifellos so, dass sich die Politik zumindest mit einem rühmen kann, und da ist sie weit vor der Wirtschaft und den meisten Bereichen des Berufslebens. In der Politik werden alle gleich bezahlt. Also da gibt es eine komplette Gleichstellung. Das heißt, hier wäre auch die größte Motivation. Eine Vorreihung einer Person, eines Individuums, wenn man das einmal so nennen, um es geschlechterneutral zu sagen, halte ich per se nicht für gut, weil es soll sich jeder einsetzen. Es ist auch nicht jeder Mann motiviert, in die Politik zu gehen. Nicht jede Person interessiert Politik. Und ich glaube, es muss nur fair sein. Und da geht es dann darum, dass alle beim Gleichen starten können. Wir fahren zum Beispiel von der Volkspartei ein unglaublich offenes Vorzugsstimmenmodell. Und das gibt ja auch jeder Frau dann die Möglichkeit, genauso stark wie ein Mann hier in den Wettbewerb zu gehen, und dann werden sie auch wirklich gleich behandelt. Die ÖVP stellt ja mit 22 Frauen die meisten. Wir haben erlaubt, ein Ranking zu machen hier. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, die Partei, die sich hier eigentlich am modernsten zeigt, die NEOS, die haben nur eine einzige Kandidatin. Gibt es keine NEOS-Frau? Tragen Frauen nicht anteilig, die 22 als Absolutzahl sind bei so vielen Kandidaten. Genau. Das ist, wenn ich nur ganz kurz, Entschuldigung, aber wenn die Frage aufkommt mit den 22 der ÖVP, stimmt natürlich, 22 von 73 ist in Prozenten dann mit anderen vergleichbar, nur man muss einmal 73 Kandidaten finden, dann 22 Frauen. Und diese 22 Frauen könnten ja alle in den Gemeinderat kommen. Haben die NEOS zu wenig Kandidaten gefunden und zu wenig Kandidatinnen? Oder trägt die Klosterneuburgerinnen nicht pink? Tragen die nicht pink? Ja, wir haben zu wenig Frauen gefunden. Wir haben ein erstes Interview, das ist mit dem Wachter, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass wir offen sind, dass wir suchen. Wir sind eine junge Partei, also jung, auch vom Gründungsdatum her, insgesamt von der Bundespartei, und noch jünger in Klosterneuburg. Das ist ein Dreivierteljahr her. Und wir haben hier versucht, gute Leute an uns zu binden. Das ist uns sehr gut gelungen im ländlichen Bereich, bei den Frauen leider nicht. Und auch diesen Aufruf, den du da auch gemacht hast, dann wird es doch, liebe Frauen, das haben die keine Meinung. Ja? Also wenn wir darüber reden, ob ich es wichtig finde, dass Frauen in der Politik dabei sind, ja, es freut was, wenn wir zusammensitzen als Männerrunde und diskutieren. Es ändert sich was in der Diskussionskultur, es ändert sich was in den Ideen, die dabei kommen. Und ja, es ist ja unser Ziel, hier weiterhin unter einem Aufruf an alle im Internet weltweit, wenn Sie hier mitarbeiten wollen, wenn Sie sich hier mit einbringen wollen, in eine neue Art der Politik, wenn Sie hier als Quereinsteiger neu in den bringen wollen, wunderbar, sehr toll, freuen wir uns. Wir sind hier zu neunt, sitzen wir hier, 9 Männer. Ich habe mich sehr bemüht mit der Frisur, wenn ich das ein bisschen mehr. Einer moderiert, 7 wollen Bürgermeister werden, einer will wieder Bürgermeister werden. Ich will jetzt gerne wissen von jedem, und das bitte ganz kurz, wenn es geht, also so kurz wie möglich. Halt. Christoph, eine Zwischenfrage. Ich würde schon bitten, dass wir alle die Runde mit den Frauen und mit den Quoten auch zusammenkommen lassen. Ja, gut, bitte. Weil ich glaube, das wäre auch das Recht für alle.
gerade bei uns Grünen ist es ja so. Ich habe da die Highlights herausgenommen. Also ein Highlight, dann hättest du, glaube ich, konzentriell ist objektiverweise den Grünen herausnehmen müssen. Wir haben 41 Kandidaten, 20 Frauen. Und ich bin nicht so der Meinung, wie der Kollege Wiel sagt, naja, das werden wir jetzt aufrufen und dann kommen. Die Quote ist sicher nicht ein Allheilmittel. Aber wir Grüne haben über Jahrzehnte gelernt, dass einfach durch die Quote den Frauen Möglichkeiten eröffnet werden, in der Politik, in politischen Funktionen Fuß zu fassen, die sie sonst nicht haben. Denn eines ist unbestritten, unsere Gesellschaft ist so noch immer geprägt, dass die Männer eigentlich von ihrer sozialen Prägung her mehr politisiert sind als die Frauen. Bei den Frauen kommt noch dazu, dass sie dann natürlich auch noch Kindererziehung haben und dergleichen mehr. Also, dazu bedarf es mittelfristig schon eine Stütze, sage ich, oder eine Krücke, und das ist die Quote, dass man sagt, okay, Frauen haben eine Chance, auf einen Platz zu kommen, wo nur eine Frau hinkommt. Und wir Grünen haben das, glaube ich, auch im Nationalrat und auch im Landtag und auch im Gemeinderat relativ erfolgreich vorpraktiziert. Wie sieht das die SPÖ? Frauen sind für uns ganz ein wichtiger Bestandteil in der Politik. Wir haben attraktive Kandidatinnen bei uns als SPÖ. Und es ist aber für uns aber auch genauso wichtig, dass man die Rahmenbedingungen sich in der Kommunalpolitik anschaut. In der Kommunalpolitik ist auch auf der zeitliche Rahmen so gelegt, dass es gerade für Frauen bei der nach wie vor herrschenden Verteilung der Rollen oft in unserer Gesellschaft sehr schwer, wirklich sich in der Kommunalpolitik so zu engagieren, wie das die Frauen gerne möchten. Wir haben daher bei uns uns überlegt, wie wir damit umgehen. Es gibt auf Bundes- und auf Landesebene eine entsprechende Quote. Wir in Klosterneuburg haben uns entschieden, wir machen etwas anderes. Wir machen ein Vorzugsstimmenmodell. Bei uns zählt allein die erhaltenen Vorzugsstimmen. Unsere Liste ist rein alphabetisch gereiht und wir haben attraktive Frauen, bei denen wir sicher sind, dass sie sehr viele Vorzugsstimmen bekommen. Und es zählen im Endeffekt nur die Vorzugsstimmen, die dann der Kandidat oder die Kandidatin erhalten hat. Und wir haben trotzdem etwas eingebaut. Wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir ohne eine Frau oder, falls umgekehrt ist, ohne einen Mann im Gemeinderat vertreten sind. Daher haben wir uns entschlossen, dass zumindest eine Person von jenem Geschlecht ist, das in der geringeren Zahl vertreten ist. Also wenn es so sein sollte, dass lauter Männer viele Vorzugsstimmen bekommen und daher die Mandate der SPÖ besetzen würden, dann ist das eine Mandat auf jeden Fall einer Frau vorbehalten. Das ist für uns ein wichtiger Schritt, um einfach einen kleinen Schritt Richtung Diversity bei uns zu setzen. Und genauso wichtig, wie dass man Frauen und Männer entsprechend berücksichtigt, ist aber auch, dass man junge, alte berücksichtigt und dass man verschiedene Berufe berücksichtigt. Ich hätte eine Verständnisfrage zu dem mit den Vorzugsstimmen, weil das ist schon auffällig. In der letzten Sitzung hat der Karl Haber seinen Abschied aus der Politik verkündet, was mir persönlich sehr leid tut. Ich halte ihn für sehr fähig. Und jetzt ist er auf eurer Liste. Wenn er jetzt die Vorzugsstimme bekommt, dass er in den Gemeinderat kommt, der hat seinen Abschied bekannt gegeben. Nicht auf der Liste. Keine, bitte nicht, das Publikum bitte nicht. Genau, ich will das korrigieren. Ah. Ich bin angesprochen, ich bin nicht auf. Okay, dann hat sich da noch was geändert, dann tut mir das leid. Dann haben wir da unterschiedliche Informationen vorliegen. Dann, ja. Okay, wie schaut es aus mit dem Herrn Peter Hofbauer und den Frauen? Von 14 Kandidaten Kandidatinnen sind bei uns 6 Damen, daher sind wir im Ranking Nummer 2, was den Anteil an Frauen anbelangt. Wobei auf Nummer 3 eine sehr junge, nur junge, die ist besonders jung, junge Dame, die also auch von ihrer Ausbildung her mit Politik beschäftigt ist und die also sicher früher oder später in den Gemeinderat einziehen wird. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Quoten nicht zu verordnen sind. In einer modernen Gesellschaft ergibt sich das ganz von selbst, dass die Frauen eben paritätisch auch in den politischen Gremien drinnen sind. Und das sollte auch in Zukunft noch mehr gefördert werden. Hat die FPÖ geschaut auf Frauenquote von der Liste? Nein, wir schauen nicht auf die Quote. Bei uns geht es in erster Linie um die Kompetenz und um das Interesse an der Politik und natürlich auch um die zeitliche Verfügbarkeit. Von daher haben wir am zweiten Platz eine Frau und vom Wahlergebnis her ist es anzunehmen, dass diese Frau auch in den Gemeinderat einziehen wird. Und
auf Quoten selbst achten wir weniger. Ich verhindere nicht, ich hätte gern mehrere Kandidatinnen auf der Liste gehabt, aber die Auswahlkriterien bzw. Ausfallkriterien in dem Fall sind halt schon schlagend geworden, Familie unter Umständen, Beruf. Bei der FPÖ ist es ja so, dass in der politischen Diskussion eine gewisse Härte aufbringen müssen, die es ja nicht jeder Mann oder jeder Frau Sache ist. Aber bei vier Frauen von 11 Kandidaten glaube ich nicht, dass unsere Quote so schlecht ist. Und der vollständige Teil, die Freien Wähler, wir haben wie viele Frauen? Also wir haben 3 Frauen, 3 Männer. Es wurde in der Löhne falsch geschrieben. Das ist falsch. Wir haben 50% Frauenanteil, wir werden das erste. Es ist wichtig, dass Frauen in die Politik kommen, das ist sehr wichtig. Und wir haben am zweiten Platz eine Frau, das ist auch wichtig. Und wenn wir 2 Mandate oder 3 Mandate machen würden, würde die Frau auch in den Gemeinderat. Okay. Also nochmal, in der Nürnberg war es falsch interpretiert. Wir haben 50% Frauenanteil. Und die Frauenquote ist 50%. Okay. Ja, es sind eben 7 Kandidaten hier, die alle Bürgermeister werden wollen. Ich nehme an, das ist so, weil... Nein. Ich nehme es einmal. Ich habe nur gesagt, ich nehme es an. Nein. Ich nehme an, es ist so, weil ja die Wahlen, Kommunalwahlen ja immer mehr Persönlichkeitswahlen werden. Zu Persönlichkeitswahlen werden. Ah, okay. Und... Okay. Und einer, der es wieder werden will, das steht fest, das hat auch artikuliert. Ich will jetzt gerne von allen, und das muss jetzt wirklich ganz gut sein, Folgendes wissen. Es ist so, dass ja, man sagt, in Klosterneuburg lebt sich schön, es ist eine herrliche Stadt, wir sind alle froh, dass wir dort Bürger sein dürfen. Es läuft jedenfalls, wenn man die Regierenden befragt, alles eigentlich sehr gut. Und deswegen würde mich eigentlich interessieren, was würden Sie als Bürgermeister ändern in dieser Stadt? Ein einziges Thema. Ich fange beim Michael Ampe an jetzt. Also ich würde ändern die Also wenn ich Bürgermeister werde, würde ich mal das Heppeland anfangen zu ändern. Ja. Wegen einem Masterplan. Wir haben einen Masterplan bekommen. Der Masterplan sind 14 Millionen Euro. Und der Masterplan passt nicht zu den Zahlen. Es ist so, es war ein Projektplaner. Entschuldigung bitte, die Verstärkung funktioniert nicht. Ja. Wir hören Sie nicht durchs Mikro. Wir werden das sicher in den Griff kriegen, technisch. Und der Masterplan sind 40 Millionen Euro. Es wurde ein Masterplan von der UVB an den Gemeinderat zur Ansicht gegeben und es wurde nur ein Projektplan mit dem Masterplan beauftragt. Ich denke, das ist nicht richtig, das gehört alles nochmal überprüft und die einzelnen Punkte überdacht. Das wäre mein... Okay. Die 40 Millionen sind viel Geld momentan, ja. Was wir dann jetzt sehen werden. Was wird der Bürgermeister Wirl ändern? Die Akustik, ja. Der Bürgermeister Wirl würde sich mehr in die Zukunft ausrichten. Wir haben das auch plakatiert bei uns. Also dieses Wer denkt dann übermorgen ist bei uns das große Thema. Hier würde ich darauf achten, dass wir mehr Visionen haben. Und zum Beispiel, wenn wir den Schulbereich hernehmen, ich wünsche mir, dass wir eine Hochburg für Unterricht, eine Hochburg sind für Wissensvermittlung. Also ich wünsche mir zum Beispiel nach Klosterneuburg eine FH.
Wie wünscht man ein Gymnasium, wo man Platz genug haben? Das sind so diese Dinge, wo ich sage, in diese Richtung möchte ich ganz gern gehen. Ich weiß in dem Fall natürlich auch, dass es natürlich ein Gemeindethema ist, ja, aber ich selbst unterrichte auf der FH Campus Wien, also die größte FH in Österreich. Und das Erste, was ich mache, wenn ich im Gemeinderat bin, wenn ich nicht Bürgermeister wäre, wird sein, dass ich mich zusammensetze mit den Leuten. Wir haben mittlerweile schon wieder drei Standorte im Campus Wien. Ja, es zersplittert sich schon wieder alles. Das neue Gebäude im 10. Bezirk ist voll, weil jedes Jahr wieder sehr, sehr viel mehr Studenten kommen. Und ich denke mir, wenn man da ein gutes Angebot macht, dann schafft man es, die auch nach Klosterneuburg zu ziehen. Danke. Das ist ja ganz wichtig. Bitte aufbauen. Ja, ich würde Grundsätzliches ändern. Wir können auf einzelne Themen eingehen, aber... Ein Thema wollte ich haben, ein einziges Thema. Ja. Das wichtigste Thema, was uns da habe geändert wird. Verwaltungsreform mit echter Transparenz, ja. Echte demokratische Abläufe im Gemeinderat, bessere oder überhaupt effiziente Vorgangsweise, was die Anträge von allen Parteien anbelangt, Abschaffung des Ideenfriedhofes, genügt es. Das reicht, oder? Wie wollte denn also? Johannes Kehrer? Ja, das wäre ganz klar. Also wenn wir den Bürgermeister stellen würden oder die Bürgermeisterin in dem Fall, das denken wir sicher genau gleich, wäre ganz klar die Mitbestimmung zu leben. Die Bürgerinnenbeteiligung, die gewünscht wird auch durch die Volksbefragung, ein Bürgerbudget, dass die Bürger auch im Budgeterstellungsprozess eingebunden sind und dass man einfach hineinhört, dass man auch seine Entscheidungen transparent macht, dass die Leute sich identifizieren können mit dem, was passiert und das nicht, was leider jetzt immer mehr, vor allem in den letzten 5 Jahren immer mehr passiert ist, die Leute vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sogar die Gemeinderäte, und man erst im Nachhinein von Sachen erfährt, was ich zusehends skandalös finde. Sepp Wimmer, die Grünen. Was würden die Grünen ändern? Relativ einfach. Wir würden dafür sorgen, dass Grünland wirklich noch grünes Land bleibt und nicht eine zu betonierte Kläranlage wird. Wir wollen auch, dass im vernünftigen Maß gebaut wird, aber nicht, dass jedes Grundstück bis 100% bis zum letzten Zentimeter ausgequetscht und verbaut wird. Und wir würden auch nicht daran denken, historische Parkanlagen zu verbauen. Dankeschön. Josef Pitschko, der FPÖ, Bürgermeister Josef Pitschko. Was würden Sie verändern? Nach dem, was ich bisher gehört habe, dürften einige Kandidaten vollkommen falsche Vorstellungen über die Aufgabenstellung eines Bürgermeisters haben. Vieles, was hier genannt wurde, ist Aufgabe des Gemeinderates. Der Bürgermeister kann ja nicht machen, was er will. Und was ich aber machen würde, wäre verstärkte Kontrolle der Vereine. Ausschreibung der Dienstposten, insbesondere jeder Dienstposten, die Spitzenrepräsentanten der Verwaltung sind. Wir haben aktuell einen Stadtamtsdirektor, der nicht ausgeschrieben wurde in der Funktionsbesetzung, einen Baudirektor, der nicht ausgeschrieben wurde, einen stellvertretenden Baudirektor, der nicht ausgeschrieben wurde. Und Ausschreibungen von Dienstposten finden in Klosterneuburg insbesondere in den entscheidenden Bereichen bisher nicht statt. Das zweite wäre Verwaltungsthema, ja. Das zweite ist in Verbindung mit der Verwaltung eine verstärkte Dienstaufsicht. Letztlich muss der Bürger die Gewissheit haben, dass die Verwaltung aufgrund der Gesetze handelt, alle gleich behandelt, keine Bevorzugungen stattfinden, keine Freude an Wirtschaft stattfindet. Und diesen Eindruck, muss ich ehrlich sagen, habe ich in Klosterneuburg nicht, dass hier alles korrekt abläuft. Aber lieber Josef, du hast es nur mit anderen Worten gesagt. Wenn ich von Verwaltungsreform gesprochen habe, ich glaube, ist es identisch. Konkreter. Stefan Mann, Bürgermeister Stefan Mann, für einen kleinen Augenblick darf er das sein. Leistbares Wohnen, leistbares Leben in Klosterneuburg ist für uns das zentrale Thema. Die SPÖ ist das soziale Gewissen in dieser Stadt und dieses Thema leistbares Leben umfasst das Thema Wohnen,
es trifft Junge, die in Klosterneuburg nicht mehr bleiben können, weil sie keine entsprechende Wohnung bekommen, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Es trifft Ältere im Themenbereich altersgerechtes Wohnen. Es trifft aber auch immer mehr Mittelstand, die sich einfach das Leben in Klosterneuburg nicht leisten können, immer dann, wenn sie von einem Tal in ein anderes übersiedeln wollen oder wenn sie ihre Wohnung oder ihr Haus aufgeben, das am Berg ist und das vielleicht zu wenig Nahversorgung hat, weil auch Nahversorgung ist ein Teil des leistbaren Lebens, genauso wie öffentliche Verkehrsmittel, die zu Zeiten fahren, wenn man sie auch braucht. Und genauso gehört dazu entsprechende Schulen, entsprechende Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen. All das ist unter dem Gesamtbegriff leistbares Leben und das ist es, und das ist nicht nur Wohnen, leistbares Leben in Klosterneuburg. Und darum geht es, dass sich einfach die Klosterneuburger das Leben in dieser schönen Stadt auch leisten können. Mir hat man versprochen, dass ich der Lauteste bin heute. Bin ich aber nicht, manchmal bin ich weg. Dass ich die Leute unterbrechen kann, weil sie zu lange reden. Autoritär, so autoritär wie nur möglich. Herr Bürgermeister, Sie haben jetzt einige Themen gehört, was Sie, was Ihre Mitkonkurrenten hier ändern wollen. Wahrscheinlich sagen, vieles ist schon getan von dem, was hier gefordert wird. Das waren immerhin 7 Themen wie Happyland, Schulstadt Klosterneuburg, Verwaltungsreform und bis zu leistbar Wohnen. Was würden Sie anders machen? Was wäre Ihr Thema Nummer 1 in den nächsten 5 Jahren? Würden Sie wieder gewählt? Also zunächst einmal, ich möchte nicht Bürgermeister werden, sondern ich will sein und bleiben. Weil das ist wesentlich, die Grundeinstellung zu so einem politischen Amt. Das legt man nicht ab, wenn man nach Hause geht. Das legt man nicht ab, wenn man Zeitungen durchliest. Das muss man ein bisschen spüren, das muss man halt auch wirklich leben. Also sich nicht zu sehr reinsteigern, also man kann sich da schon wieder rausnehmen auch mal. Aber man muss ansprechbar bleiben. In einem Supermarkt, beim Bäcker, wo auch immer, man muss bei den Leuten bleiben. Und ich glaube, was ich steigern würde, die nächsten 5 Jahre, ist einfach noch mehr zu versuchen, dass dieses Klosterneuburg mit seinen Klosterneuburgern wächst. Dass die Orte mit ihrer Identität weiterhin gestärkt werden, dass aber auch in der Stadt versucht wird, dass diese Stadtbelebung weiter ausgebaut wird, dass sich die Menschen treffen können in Klosterneuburg, austauschen können und die vielen Bereiche, die jetzt angesprochen wurden, kann ich gar nicht mal replizieren, möchte ich nicht. Ich glaube, da wird eh genug Information geboten. Nur beim Happyland möchte ich schon sagen, ich schaue mir die Vereine an, ich schaue mir die Schulen an, die ohne dem Happyland schön dastehen würden in Klosterneuburg. Und es war notwendig, was zu machen. Und das kostet nun mal Geld. Und deswegen glaube ich, das Wesentliche in den nächsten 5 Jahren wird sein, dieses Zusammenrücken zu stärken in Klosterneuburg und dieses Stadtleben, Stadtpulsieren spüren zu können. Dankeschön. Ja, um diese ganzen Wünsche hier auch wirklich in die Realität umsetzen zu können, müssen Wahlen geschlagen werden und gewonnen werden. Das ist einmal so bei uns. Ist auch gut so, dass es so ist. Wir sind mitten im Wahlkampf. Es ist ein extrem kurzer Wahlkampf, den wir führen müssen. Ich würde sagen, daher auch vielleicht noch intensiv, jedenfalls in den Werbemitteln. Was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, was ich wirklich bis dato nicht wusste, das ist ein Informationsmanko wahrscheinlich, sind die sogenannten persönlichen Stimmzettel, die kursieren. Ich habe mit Ihnen ein Interview deswegen gemacht, letzte Woche in der Zeitung, und wir haben das Antwort bekommen, die man bekommt sie ja immer wieder. Also ich muss erklären, was das ist. Ein persönlicher Stimmzettel ist, man drückt dem Wähler einen Stimmzettel, ähnlichen Zettel in die Hand. Der ist aber dann, mit dem kann man aber wählen gehen. Das ist ein amtlicher, ist nicht der amtliche Stimmzettel, den man in der im Wahllokal bekommt, sondern einer, der vorgefertigt wird. Zählt er als Stimme. Und im ganz Stimmenauswuchs, wie ich meine, ist auch noch der Name eingetragen des Kandidaten, der das überreicht.
Ich halte das persönlich für eine doch eher große Beeinflussung des Wählers, nämlich in die Wahlkabine hinein, wo man ja meint, wo man ja weiß, vor dem Wahllokal darf man nicht wählen, im Wahllokal, in der Wahlkabine darf man nicht wählen, darf man nicht wählen, Entschuldigung. Ja, passiert ja. Das ist ja live. Ich halte es persönlich für einen Unfug und für eine starke Beeinflussung des Wählers. Und Sie haben ja damals geantwortet, Herr Bürgermeister, dass es, und das sagen auch viele, die es verwenden, dass die Wähler mündig genug sind, um das Richtige anzukreuzen oder den richtigen Wahlzettel zu nehmen. Ich frage mich persönlich, wenn Sie eh mündig genug sind, warum verteilt man es dann? Das ist für mich nicht ganz klar. Ich würde gerne darüber eine Stellungnahme von Ihnen haben. Naja, gerne. Es ist auch relativ einfach. Zunächst einmal muss man es wirklich auseinanderhalten. Der amtliche Stimmzettel, der wird ausgegeben, entweder bei der Wahlkarte oder eben kurz vor der Wahlhandlung von der Wahlkommission. Das heißt, da gibt es keine vorgefertigten amtlichen Stimmzettel, da stehen alle Parteien drauf. Was es jedoch gibt, ist in Niederösterreich die Möglichkeit, mit einer Vorzugsstimme eine Person zu wählen. Und jetzt sage ich schon, das Urteilsvermögen der Wähler, das sollte man nicht immer so in Frage stellen. Also da rennen wir nicht lauter Verrückte in Klosterneuburg herum, sondern das sind sehr vernünftige Menschen. Was man macht, ist Wahlwerbung. Und die Wahlwerbung sieht vor, dass es neben den Foldern etc. auch die Möglichkeit gibt, seinen Freund, seinen Bekannten einen Vorzugsstimmenzettel zu geben, weil dann muss er dort nicht extra ausfüllen, dann nimmt er den mit. Nur die Handlung mit dem Vorzugsstimmenzettel, den in das Wahlkuvert zu legen, die ist ja, sage ich mal, keine Beeinflussung, weil die muss ja von dem selbst geschehen. Ja? Und darum sage ich wirklich, das Urteilsvermögen ist da. Und der Sinn dahinter ist ganz, ganz einfach. Überall versuchen wir, dass die Persönlichkeit nach vorne kommt. Überall. Und gerade auf der kommunalen Ebene ist jetzt das Wichtigste, dass die richtigen 41 Persönlichkeiten dann im Gemeinderat sitzen. Und viele Parteien sind jetzt schon dazu übergegangen, nicht alle, aber viele, dass man eben ein offenes Vorzugsstimmensystem fährt. Und das finde ich auch für unglaublich fair und sinnvoll. Man sitzt dann auch oft am Ergebnis, jetzt nicht absolut, sondern wie viele der einzelnen Parteistimmen Namensstimmen sind, bei der Deckungsgleichheit. Ja. Und das ist, glaube ich, der Erfolg dieses Systems, dass ich mich für eine Person entscheiden kann. Und darum geht es. Wenn ich es nicht machen will, muss ich es nicht machen. Ich kann auch einfach eine Liste wählen. Und ich glaube, das Urteilsvermögen der Menschen ist nicht so schwach. Was mich viel mehr stört, und da gehört das Gesetz schon geändert, das sind diese Scheinmeldungen, dass es einer Person möglich ist, in drei verschiedenen Orten zur Gemeinde zu wählen. Weil das muss man abstellen. Und ich werde nie jemanden anzeigen in der Gemeinde. Aber wir wissen, dass es auch Parteien gibt, die mit diesen Scheinmeldungen arbeiten. Und das halte ich wirklich für sinnlos, weil bei einer Wählerzahl über 20.000 bringen die ja nichts, diese 3-4, die man da vielleicht gewinnt. Ja. Was ich schon noch dazu einwerfen will, ist, dass man durchaus, man weiß, welche Person man wählt, aber man weiß nicht mal, welche Partei man wählt, wenn man so einen Stimmzettel einwirft unter Umständen. Und das, finde ich, ist schon ein Skandal, dass hier Wahlzettel verteilt werden, vielleicht von einem Bekannten. Oder man bekommt den, denkt sich, ja, den kann man, richtig, man ist ja nicht einmal ersichtlich, welche Partei dieser zugeordnet ist. Und wenn dann auch noch beide Stimmzettel drinnen sind, dass dann auch noch dieser Stimmzettel den amtlichen overruled, das finde ich skandalös. Ich finde, das sind Mittel, zu denen müsste man nicht greifen. Ich verstehe nicht, das ist undemokratisch in meinen Augen. Und dass man da muss ich eine Zwischenfrage stellen. Wenn ich einen Menschen wähle, bevorzugstimme, ja, und es stellt sich im Nachhinein heraus, dass der bei einer Partei ist, die ich vielleicht gar nicht wählen wollte. Ich meine, dass ich das vorher nicht weiß, ist ja schon mal eine eigene Geschichte. Aber mag ich den nicht mehr, wähle ich ihn dann nicht mehr, weil er bei einer Partei 72 ist. Also ich habe Freunde aus allen Parteien. Ja? Das ist ja gut so. Aber die lehne ich ja deswegen nicht ab, weil sie eine Parteienstellung haben. Also das halte ich eigentlich in die andere Richtung für schlimm. Bei 72 Kandidaten ist es in den meisten... Ja, aber Stefan, das ist doch
sagen wir ganz ehrlich, das ist doch eine Art und Weise, wie man heute am Münchner Bürger nicht mehr argumentieren kann. Und das sage ich mal nicht als Gründer, das sage ich als Politologe. Es geht ja nicht um die Vorzugsstimme. Die Vorzugsstimme kann ja jeder noch weiterhin geben. Es geht darum, dass es, was er selber gesagt, sehr erfolgreich ist für die ÖVP, aber dass es demokratiepolitisch Niederösterreich das einzige Land ist, das es auf der ganzen Welt gibt, nicht einmal in Tadschikistan oder sonst irgendwo, kann man sich einen eigenen Stimmzettel schnitzen. In Niederösterreich muss dieser Stimmzettel weiß sein, eine bestimmte Größe haben. Das heißt, jede Küchenrolle können Sie als Stimmzettel abgeben. Das ist demokratiepolitisch eigentlich ein Zustand, der eines modernen Landes nicht würdig ist. Das sind nicht nur die Bedenken, die hier geäußert wurden, die subjektiv sind, sondern es gibt ja auch von Verfassungsrechtlern Bedenken. Der Verfassungsrechtler Meyer hält das für sehr fragwürdig, und auch ein Befürworter sagt, die Möglichkeit der Manipulation ist gering, aber er schließt sie nicht aus. Also offensichtlich ist es ganz bewusst in Niederösterreich so gesteuert. Und ich appelliere von dieser Stelle aus, bitte, meine Damen und Herren, verwenden Sie den amtlichen Stimmzettel. Sie können dort auch eine Vorzugsstimme drauf geben, daher braucht man diese Zentrumwirtschaft absolut nicht. Und dann muss ich bei dieser Gelegenheit in Erinnerung rufen, dass ich bei vergangenen Wahlen immer wieder Ortsvorsteher versucht haben, zu sagen, bitte, du musst mich wählen, damit ich Ortsvorsteher bin. Das ist keine Ortsvorsteherwahl, sondern eine Gemeinderatswahl. Und wenn jemand vorgibt, dass er die Vorzugsstimme braucht, um Ortsvorsteher zu werden, dann ist das das, was der Kollege Pinchko gesagt hat, Wählertäuschung. Die FDP hat die selbstverständlich. Also der persönliche Stimmzettel an sich ist ja nicht das Schlechte. Das Schlechte ist die missbräuchliche Verwendung des amtlichen Stimmzettels, nämlich die vorsätzliche Wählertäuschung. Und ich sage es so, wie ich es gemeint habe, vorsätzliche Wählertäuschung. Da gibt es also Kandidaten, die gehen herum und erzählen, sie können jede Partei wählen, die sie wollen. Was ich, wählen sie die ÖVP, aber geben sie mir ihren Stimmzettel. Sagen aber dann nicht dazu, dass das ja dann keine ÖVP-Stimme ist, sondern eine Stimme für die Partei des Kandidaten, dem sie die Vorzugsstimme gegeben haben. Selbe Spiel spielt sich ab bei den Wahlen zum Ortsvorsteher, was diese ÖVP seit 25 Jahren, so lange mache ich Wahlkämpfe, permanent spielt. Ja, das ist wirklich eine vorsätzliche Wählertäuschung. Sie wissen nicht einmal, ob es einen Ortsvorsteher geben wird. Den Ortsvorsteher, nämlich die Einteilung der Gemeinde in Verwaltungssprechen mit Ortsvorsteher, beschließt der Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung. Das heißt, vor der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wissen Sie gar nicht, ob es einen Ortsvorsteher in Hirling, in Gugging oder sonst wo überhaupt gibt. Aber ja, die damit werden wollen, ihn ja nicht abschaffen, das muss man auch sehen. Das können Sie sagen, aber wenn Sie da keine Mehrheit haben, sondern wir alle miteinander beispielsweise entscheiden, es gibt keine Ortsvorsteher mehr, dann sind alle 100, 200, 300 Stimmen, die die Bevölkerung einem unter dem Titel, der soll der Ortsvorsteher werden, gegeben hat, hinfällig. Nein, für die sie, ÖVP zählen Sie dann. Hinfällig, ja. Führt die Wahl unter Anführungszeichen des Ortsvorstehers, weil die Bevölkerung keinen Ortsvorsteher wählen kann. Die Bevölkerung kann auch keinen Bürgermeister wählen. Wir sind nämlich in einem demokratisch rückständigen Feudalsystem Niederösterreich, das zum Unterschied von anderen Bundesländern die Bürgermeister-Direktwahl noch immer nicht eingeführt haben. Ja, jetzt geht also die ÖVP hausieren und sagt, bitte Sie den Schmucki, unseren Schmucki, wer soll ja Bürgermeister werden. Ob der Magister Schmuckenschlager Bürgermeister wird, ist erstens einmal davon abhängig von den Mehrheitsverhältnissen nach der Wahl und zweitens einmal nicht von ihrer Vorzugsstimme, sondern es hängt auch von den Parteistärken. Also wenn der Herr Magister Schmuckenschlager vielleicht so viele Vorzugsstimmen haben sollte, dass er aufgrund seiner Vorzugsstimmen die absolute Mehrheit im Gemeinderat gewährleisten könnte, dann kann er sagen, also bitte, so viele Vorzugsstimmen, ich habe den Anspruch, Bürgermeister zu werden. Sonst aber nicht.
Und das ist ja dieses Rückständige in jedem anderen Bundesland, selbst im Burgenland ist es möglich. Ja, nein, ist sicher nicht das Demokratischste. Ja, aber noch immer demokratischer wie dieses Niederösterreich. Im Burgenland gibt es ja wohl zum Bürgermeister eine eigene und eine wohl zum Gemeinderat auch. Ja, und das wird in Niederösterreich verhindert und da geht man dann kassieren mit den Vorzugsstimmen und sagt, wählen Sie die Partei, die Sie wollen, aber wir geben Sie die Vorzugsstimme in dem Wissen, dass die Partei, wenn sie angekreuzt ist und nicht den Vorzugsstimmen Wähler entspricht, die Stimme verloren hat. Und diese Vorgangsweisen seit 25 Jahren hier, und ich könnte den Namen nennen, wer vorsätzlich zu den Wahlberechtigten hingeht und das so erklärt. Und noch einmal bitte, wenn Ihnen ein Ortsvorsteher erklärt, geben Sie mir Ihre Vorzugsstimme, dass Sie Ortsvorsteher werden, wählen Sie weder ihn noch die Partei, weil der hat sich vorsätzlich zu täuschen versucht. Im amtlichen Stimmzettel, der ist nackt in Wahrheit. Ja. Da sind die Parteien aufgeschrieben und unten gibt es ein Feld für die Vorzugsstimme zum Eintragen. Und dann gibt es persönliche Stimmzettel, die müssen einer gewissen Größe entsprechen. Die kann man dem Kuvert angeben. Ja, den man halt wählen möchte mit Mitstimme direkt. Ja. Aber man kann ja erzählen, bevor Zinger immer dann da. Ich glaube, der amtliche Stimmzettel, der wird von der Wahlkommission übergeben. Weißliches Papier bestimmt, wenn es erstmal auf der Armee-Wetter genau und der Name des Kandidaten steht. Ich will da auch nochmal einhaken. Also erstens zu den Veröffentlichungen von Standard. Der bisschen Ruhe. Von Standard Pitschko kommen, da muss ich auch leider die traurige Erfahrung von der letzten Wahl sagen, dass ein Kandidat, und das muss ich sagen, ein Kandidat der ÖVP herumgegangen ist. Ja, ihr könnt Liste Sau wählen, aber gibt mir die Vorzugsstimme, dass natürlich schon an aktive Wählertäuschung herankommt, dass man den Leuten suggerieren zu können, eine Partei und eine separate Vorzugsstimme wählen. Und wenn das jetzt dann auch noch gepaart wird damit, dass man auf diese persönlichen Vorzugsstimmenzettel nur den Namen darauf schreibt und trotz dreimaligen Nachfragen oder erst nach dreimaligen Nachfragen überhaupt sagt, welcher Partei man angehört, obwohl zweimal gefragt wurde, ist in diesem Fall passiert, das ist ein ÖVP-Stimmzettel. Ist irgendjemand ersichtlich, dass das ein ÖVP-Stimmzettel ist, würde ich nicht sagen. Naja, ist der Folder von der ÖVP, die Dame... Ja, aber die Dame hat nur diese Zettel verteilt. Diese Dame hat nur die Zettel verteilt, da war dieser Folder nicht dabei. Und hat sich dreimal bitten lassen, doch bitte Auskunft über eine Parteizugehörigkeit. Also, nachdem ja jeden Haushalt gesendet werden, diese Broschüren, wo die Personen für die ÖVP stehen. Also die sitzen in einer... Ja, also dann verstehe ich, warum sie das nötig haben, nicht einfach nur die Partei dazu zu schreiben. Wird sich da geniert für die Partei? Oder? Ich verstehe es aber noch. Und bei 72 Kandidaten ist es absolut unrealistisch, dass jeder, der diese Zettel verteilt, auch dann tatsächlich in den Gemeinderat kommt. Das heißt, die meisten dieser Zettel, und das können Sie vorhersehen, Sie wissen, wie groß die Vorzugsstimmen in etwa für die einzelnen Kandidaten sein werden, dass die meisten Stimmen eigentlich reine ÖVP-Stimmen sind und nicht diesen Kandidaten helfen, tatsächlich in den Gemeinderat einzuziehen. Natürlich helfen Sie. Also könnten Sie zumindest die Parteizugehörigkeit auf diesen Zettel schreiben oder aktiv kommunizieren. Ich finde das einen Wahnsinn und ich verstehe nicht, warum Sie sich dieser Mittel bedienen. Das ist schon ein bisschen sehr wehleidig. Ja? Also es gibt eine ÖVP, die an jedem Haushalt ja, das aussendet mit den Kandidaten
Ja? Wenn ich keine Werbung steht, bekomme. Wer für die ÖVP kandidiert. Da geniert sich ja keiner für die ÖVP zu kandidieren. Na, offensichtlich schon, steht da ja nicht auf der ÖVP drauf. Und deswegen verteilen Zettel mit ihren Namen in der ganzen Stadt, weil sich genieren in die Politik. Nein, aber ÖVP schreibt das nicht. Das ist ja sinnvoll. Ich bekomme keine Reklame wie ein paar tausend andere Klosterneuburger. Was sagen Sie dazu? Gibt es einen amtlichen Aussagen mit den Namen, da steht auch für die Puppe alle Namen drauf. Also es ist schon also so, Frage, jeder, der hier kandidiert, muss sich deklarieren. Ich kann die Erregung von Johannes Gehrer verstehen, aber die Frage ist relativ einfach. Wenn sich die Personen nicht genieren, für die ÖVP zu kandidieren? Warum schreiben Sie da nicht ÖVP drauf? Warum versuchen Sie dann, einen Eindruck zu vermitteln, dass Sie nicht zur ÖVP gehören? Das verstehe ich nicht ganz, das ist relativ einfach. Ich verstehe schon. Es gibt kaum jemanden, der kein Werbemittel verteilt und ein Partei draufsteht. Ebenfalls so passiert. Es ist das Wort Ortsvorsteher gefallen. Stadtrat Mann, es gibt gute Gründe, warum es diese persönlichen Stimmzettel gibt, und es gibt gute Gründe, warum es das nicht gibt. Problematisch wird es dort, und das ist hier jetzt schon breit diskutiert worden, wo sie einfach missbräuchlich verwendet werden. Missbräuchlich verwendet werden sie dort, wo jemand sowieso nicht im Gemeinderat rein will, weil er zum Beispiel etwas anderes machen möchte, und er verwendet ihn trotzdem. Dort ist es natürlich problematisch. Faktum ist, wir sollten uns das ganze Wahlrecht anschauen. Und das Wahlrecht nicht nur hier auf Gemeindeebene, sondern es kann nicht sein, dass in Wien gilt was anderes als in Niederösterreich, auf Bundesebene wieder was anderes, auch als bei der EU-Wahl. Das kann es einfach nicht sein. Wir brauchen eine einheitliche, vernünftige, auch für den Wähler nachvollziehbare Regelungen. Und da ist nämlich auch das eines der Themen, das man dabei angehen kann. Natürlich ist es sehr sinnvoll, wenn die Wähler wissen, wer die Kandidaten und die Kandidatinnen sind. Und auf der anderen Seite das Gegenargument, dann wären das Plakate, wenn man da alle 82 Kandidaten aller Parteien, die möglich sind, draufschreibt. Das mag schon schön und gut sein. Ich glaube, die Wähler sind einerseits mündig genug, den persönlichen Stimmzettel zu verwenden, aber sie wären auch mündig genug, das abzulesen. Das heißt, eine Reform des Wahlrechts ist gut. Faktum ist, es gilt jetzt so, und ich glaube, es ist für jeder Wähler mündig genug zu wissen, was er damit macht. Und ein Kandidat, der einen Stimmzettel hergibt und nicht sagt, wer um welcher Partei er ist, oder das nicht in einem zweiten Zettel dazu schreibt, ich denke mal, dieser Kandidat ist höchst. Also wir verwenden natürlich persönliche Stimmzettel, weil es einfach Inhalt des Wahlrechts ist. Es steht nicht darauf SPÖ. Es gibt niemanden, der nicht dazu schreibt, von welcher Partei. Wir haben das nie allein den Zettel, sondern wir haben das immer gemeinsam mit einer Erklärung, wer man selbst ist. Weil es am amtlichen Stimmzettel, ohne dies dabei ist, und auch noch in Ihrem dabei ist, bekommen einen Brief. Natürlich, Sie bekommen nur eine Zusatzinformation. Schauen Sie, ich kann Ihnen hier meinen Folder zeigen. Und zu diesem Folder, auf diesem Folder sieht man ganz groß SPÖ drauf, und das haben unsere Kandidaten und Kandidatinnen, wo groß SPÖ draufsteht, und den geben sie grundsätzlich nur mit diesem Folder aus. Daher, oder mit einem Brief, den sie persönlich dazu schreiben, wo auch erklärbar ist, dass es SPÖ ist. Natürlich, Faktum ist, man muss sich das anschauen, ob das Wahlrecht an sich so sinnvoll ist. Und da gibt es nicht nur die Bestimmung, sondern zahlreiche andere Bestimmungen, unterschiedliche Wahlberechtigungen in verschiedenen Bundesländern. Einmal darf man wählen, einmal darf man nicht wählen, und, und. Wahlrecht verbessern, ja. Kollege Mann, was spricht dagegen, da SPÖ drauf? Nein, es spricht nichts dagegen, aber man kann es einfach schon. Aber Faktum ist, dass man es einfach auch, dass wir nur etwas verteilen, wo klar ersichtlich ist, dass man SPÖ ist. Und das ist, kann versichern, es gibt keinen einzigen Kandidaten und keine einzige Kandidatin der SPÖ, die sich nicht zu dieser Partei bekennen, sonst würden sie nicht bei uns kandidieren. Und wir haben uns entschlossen, wirklich die Wähler für abzufragen, wen sie von der SPÖ im Gemeinderat haben wollen. Wir sind daher einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, es gibt bei uns nur eine alphabetische Reihenfolge. Es gibt am
amtlichen Stimmzettel von Eva Abel angefangen. Wer von den Parteien hier, wer verwendet keine persönliche Stimmzettel? Das will ich ja nicht. Man muss nicht bei jedem Blödsinn mitmachen. Das geht nicht nur um Blödsinn, sondern bitte noch einmal die Bedenken der Verfassungsrechtler, dass es auch eine Benachteiligung der Listen ist, weil sie natürlich nicht so viele Möglichkeiten haben, diese Zettel zu auszusetzen. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, das ist nur so, was der Kollege Wiener gesagt hat, dass es nur im demokratischen Vorzeigeland Niederösterreich noch gibt. Das sagt eigentlich etwas. Und wer etwas wissen will über die Demokratie in Niederösterreich, der soll ein bisschen ins Internet umstehen und dann weiß ich, was da los ist. Okay. Darf ich noch den einen Satz fertig machen, wo ich vorher unterbrochen worden bin? Also bei uns gibt es eine alphabetische Reihenfolge und allein, unabhängig von der Gemeindeordnung, allein die tatsächlich erhaltenen Vorzugsstimmen zählen dann, wer für die SPÖ im nächsten Gemeinderat vertreten ist. Es kann sein, nein, wir sind einen Schritt weiter gegangen. Es kann durchaus sein, dass ich nicht im Gemeinderat bin. Ich bin ungefähr, glaube ich, 19. Stelle oder sowas. Wenn ich nicht genug Vorzugsstimmen habe, bin ich nicht dabei. So einfach ist das. Und die Wähler sind mündig genug, sich auszusuchen, wen sie im Gemeinderat haben wollen. Und ich denke mir, das ist durchaus eine Entscheidung, die getroffen werden kann, aber unter den Rahmenbedingungen dieses Wahlrechts. Stefan, kurz dazu. Die SPÖ kann sich organisieren, wie sie will. Und bei meiner gesamten Kritik an die ÖVP, eins hat die ÖVP schon, eine klare Führungsstruktur. Ja? Wenn ich mir jetzt anhöre von der SPÖ, da kommen irgendwelche Leute ein, die in Wien am Gemeinderat waren, ja? Dann denke ich mir, was ist das eigentlich für Verantwortung dem Bürger gegenüber? Ja? Denn mein Zugang wäre ja zumindest zu sagen, okay, ein, zwei Erfahrene müssten schon dabei sein. Denn so wie ich die Gemeinderatsarbeit in den letzten 20 Jahren erlebt habe, braucht ein neuer Mandatar mindestens 3 bis 4, wenn nicht länger, Jahre, bis er den gesamten Betrieb überhaupt beherrscht. Und wenn er dann überhaupt keine Führungsperson hat, männlich oder weiblich, ist ganz egal, dann möchte man sehen, wie das funktionieren soll. Also ich verstehe jetzt weder als Grüner noch als Politologe, wie dieses System überhaupt irgendwie funktioniert. Lieber Sepp Wilmer, macht da keine Sorgen um die SPÖ. Wir haben genug Strukturen und wir können sehr wohl damit umgehen. Also ich glaube, da ist keine Sorge. Außerdem, Erfahrung in der Politik ist etwas, was, wenn man es gut macht, auch von den Wählern honoriert wird. Davon bin ich überzeugt. Ja, ich finde, das kann auch in beide Richtungen ausschlagen mit Erfahrung. Und da muss ich aus persönlicher Erfahrung schon sagen, ich bin alleine Ein-Mann-Fraktion vor 5 Jahren in den Gemeinderat gekommen, auch ohne Erfahrung. Mir wurde von allen Fraktionen auch versichert, dass das eine Bereicherung war. Also natürlich habe ich ein bisschen gebraucht, aber dass Erfahrung unbedingt was Gutes sein muss, das würde ich nicht so sehen, weil das Erfahrung führt oft zu einem gewissen Trott, und der sollte nicht einreißen, dass ich vielleicht sagen. Ja, bitte, Herr Stadter Pitschko, zur Vorzugsstimme. Sie können im Prinzip einen Kandidaten mit Vorzugsstimme nur dann unmittelbar in den Gemeinderat wählen, wenn er die erforderliche Stimmenanzahl hat, die auch der Wahlzahl entspricht. Die Wahlzahl hängt ab von der Wahlbeteiligung, liegt ungefähr bei 340 Wählerstimmen pro Mandat. Das heißt, wenn heute ein Vorzugsstimmenkandidat 7 Vorzugsstimmen macht, kommt er nicht in Gemeinderat. Dann hat er 7 Stimmen für die jeweilige Partei geworben, möglicherweise von Familienmitgliedern, die sonst der anderen Partei gewählt hätten. Ja, aber diese 7 Stimmen sind halt dann der Kandidatenpartei zuzurechnen. Und das System SPÖ funktioniert ja auch nur dann, wenn alle Kandidaten dieses System praktisch auf Vertrauensbasis oder vertraglicher Basis vereinbaren. Gewählt ist nämlich der als Erster umsteht. Ja, am Wahlvorschlag. Egal wie viele Vorzugsstimmen hat der. Wenn der Erstgereihte 25 Vorzugsstimmen hat, hat er kein Direktmandat. Aber er ist aufgrund des Wahlergebnisses Kandidat für den Gemeinderat. Und dann müsste er die Größe haben und auf dieses Mandat verzichten, damit er zugunsten eines anderen, der mehr Vorzugsstimmen hat, aber wieder nicht so viel, dass er direkt in den Gemeinderat kommt,
den, also den, den zweiten Kandidaten vorlässt. Und da kann ich nur sagen, habe ich meine Bedenken. Aber genau, das ist zwar richtig, aber genau das haben die SPÖ-Kandidaten jeder Einzelne versprochen. Und ja, das ist etwas, wo ich das Vertrauen habe, dass auch jeder sich daran hält. Und daher ist das auch etwas, was die Wähler, auf das sie die Wähler verlassen können. Herr Walter, muss ich mich mal ganz gut erinnern, werden die Vorzugsstimmungen überhaupt offengelegt? Ja. Die werden dann gezielt, ja, die Waffen, ja, gezählt. Ja, ja, gezählt. Ja. Ausgerechnet. Ja. Okay. War nicht immer so. Ist schon. Ich wollte es aber wissen. Ist, ist so. Okay. Haben wir uns vorher angeschaut, sonst hätten wir dieses Modell nicht gewählt. Ja, also muss so wenig wird, wenn man das besten kann. Aber ich glaube, die Mehrheit der hier anwesenden Diskutanten sind der Meinung, dass ein amtlicher Stimmzettel völlig ausreicht, um auch für die Möglichkeit Vorzugsstimmen zu geben. Daher noch einmal mein Appell, bitte, meine Damen und Herren, verwenden Sie den amtlichen Stimmzettel. Darf ich auch einen Appell jetzt noch ausrichten? Man wird dann eine Stimme bekommen, wenn man den Wähler ernst nimmt. Und wenn man ihn ernst nimmt und ein bisschen was zurechnet, weil da scheint es ja nicht sehr weit zu sein. Den Namen draufschreiben ist uns jetzt kein Wähler. Aber ich rechne ihnen sehr viel über das Vermögen zu. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Sorge, dass es viel Fehlwurf gibt. Und wir können es ja gerne einmal auswerten, wenn man glaubt, dass es da die Horden an Stimmenzahlen gibt, die da irgendwelche Fehlwürfe wären. Das ist sicher nicht der Fall, da träume ich mir weg. Ich mute den Wähler auch zu, dass er den aktiven Bizeps durchgibt. Jede einzelne Stimme, die vielleicht anders gefallen wäre beim amtlichen Stimmzettel, jede einzelne Stimme, nicht die Horde von Wählern. Jede einzelne Stimme ist zu viel, wenn die durch Täuschen passiert. Es wird und also das, was ich da wäre, der Wähler wirklich so unmündig, dass er da überhaupt nichts davon versteht. Dass er nicht den Namen auf den amtlichen Zettel schreiben kann. Das trauen sie ihm nicht zu. Dann, ich meine, das ist ja eher umgekehrt, es ist zu verstehen. Total nett wahrscheinlich, wenn wir der ganzen Welt beweisen, dass wir halbwegs Diskussion führen können in Kluft und Neubruck. Und darum würde ich bitten, wenn man mich aussprechen lässt. Und ich glaube, das ist wirklich viel zu kompliziert wäre, jetzt am Wahlrecht zu machen. Da müssten wir ja an ganz anderen Stellschrauben arbeiten, wenn man sagt, das schaffen die Wähler nicht oder das würden sie nicht verstehen. Das glaube ich wirklich nicht. Und die ÖVP will keine Manipulation. Das kann also, letzter Satz dazu. Also den nichtamtlichen Stimmzettel abzuschaffen, ist ein einziger Beschluss. Da braucht man nichts ändern am gesamten Wahlsystem. Ja? Dann beschließen dieses Thema ab. Und wenn wir Sie Ihre Vorzugsstimme geben, Sie wissen, dass Name vor Partei ist. Das war ja auch eine Zeit lang nicht ganz klar. Aber das sind ja die Menschen schon informiert. Ich habe mir die Zeitungen des letzten Jahres durchgeschaut, der letzten zwei Jahre durchgeschaut, der letzten 9. Und habe mir geschaut, was waren denn die wichtigsten Themen in den letzten zwei Jahren? Und da waren die wirklich häufig diskutiertesten Themen A, Häppelein, zweitens Golfplatz, wie wir alle wissen. Und ich bin ein bisschen jetzt auch in die... ist ja schon richtig, natürlich. Trotzdem war es ein Thema. Ich habe mal geschaut, was die Menschen so aufgeregt hat in den letzten zwei Jahren. Häppelein ist bis heute, Golfplatz ist ja passé, Häppelein ist bis heute ein Thema. Auch wie wir alle wissen, ein tragischer Unfall ist passiert. Ich wollte einfach fragen, jetzt einmal den Herrn Bürgermeister, gibt es hier auch, was diesen Unfall, diesen Fingerunfall betrifft im Häppelein, Sie kennen das als im Internet nicht so, es ist bei einer nagelwarten Rutsche ein Finger abgetrennt worden. Gibt es da eine politische Verantwortung für so oder nicht? Können wir interessante und wichtige Themen auch besprechen? Ja. Sie können sich mein Video, das ich einen Tag vorher... Wir machen hier, ich habe vorher gesagt, dass wir nicht das Publikum mit einbeziehen. Wir sind bloß ein Neubau, wir haben keine Stopp. Ich kann es sehr kurz machen. Ja. Ursache und Problem für dieses Unglück war eine professorisch eingebaute Platte an der neuen Rutsche im Hallenbad.
Und diese Platte hat sich etwas gelöst durch den Wellenschlag, den es logischerweise im Wellenbad gibt. Und eine Dame ist dann darunter gerutscht, hat die Hände rundherum gehalten um die Rinne, also um diese Rutsche, und ist dann bei dieser Platte hängen geblieben. Tragisch genug, aber Punkt ist sehr, die Rutsche war abgenommen vom TÜV, aber nicht die Platte. Die Platte wurde nachträglich montiert. Da waren aber keine Politiker eingeschaltet bei dieser Handlung. Also man könnte eine politische Verantwortung jetzt nachvollziehen, wenn man sagt, gut, die Rutsche ist irgendwie zusammengebrochen oder sonst was. Aber es ist nur deswegen passiert, weil etwas nachträglich eingebaut wurde. Ich sage es auch ganz ehrlich, das ist nicht, um sich irgendwie abzuputzen, aber das ist auch heute noch einmal vom TÜV jetzt begangen worden und angeschaut worden. Das ist in der gesamten Abfolge ein Unglück gewesen. Also nicht nur, dass die Frau eigentlich nicht auf die Rutsche soll, die Hände nicht raushalten soll, die Platten ausgeschlagen ist, das ist eine von vorn bis hinten unglückliche Sache, aber diese Platte war der Anlass und diese Platte war nicht vom TÜV abgenommen. Stadtrat Zimmer, bitte. Ja, also der Herr Bürgermeister hat diesen tragischen Unfall ja richtig geschildert, aber man muss, glaube ich, zwei Punkte trennen. Diesen tragischen Unfall und die grundsätzliche Frage, nun, die geht es uns eigentlich, warum wurde ein Hallbad eröffnet, das eigentlich noch immer im Umbau war, wo immer noch Bauarbeiten stattgefunden haben. Also wir hätten das ja gar nicht bemerkt, wir bekommen ja wie bei allen anderen Dingen dann Informationen aus der Bevölkerung, wo mich ein Vater ganz an Zürich, vor allem hat man da nie noch was Besseres gemacht, wenn er mich so angeschrieben hat. Er war mit seinem Sohn da unten und hat mir erzählt, Baustelle, da gibt es Glasscheiben, die völlig unsachgemäß gelagert werden, ein Baustahlgitter, das nicht richtig gestanden wäre, Bauschutt und dergleichen mehr. Das in Folge dann, dass mit dieser Rutsche passiert ist, das ist eine Tragik, aber hat auch uns auch eine gewisse Logik gegeben aus dem Druck, dass man dieses Hallenbad, aus den Gründen, da kann man jetzt spekulieren, wieso unbedingt eröffnet worden ist, ohne dass dieses Hallenbad aus unserer Sicht wirklich fertig mit den Bauarbeiten war. Und warum wurde es dann eröffnet? Gibt es ja auch von den Gründen. Also unsere These ist klar, die wird natürlich von der ÖVP komplett gleich wieder als Politikum gesehen. Wir sagen ganz klar, es war einfach notwendig, nachdem die Gemeinderatswahl nicht im März stattfinden, sondern jetzt in den Jänner vorverlegt worden sind und das Happy Land über Jahre in der Kritik gestanden ist, dass man jetzt eigentlich irgendetwas hat vorzeigen müssen. Und das hätte das Hallenbad. Man hat ja auch die Fotos dann gesehen, ja, Bürgermeisterinnen und andere Stadträte mit den aufgekrempelten Hosen. Und da sagen wir, das ist schon eigentlich aus politischen Motiven. Und daher ist es dann ganz klar ein Politikum. Herr Bürgermeister? Naja, dann hätte es letzte Woche eröffnet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wenn es nur für Wahlzwecke gewesen wäre. Aber schon im Oktober, wo noch gar nicht bekannt war, dass im Jänner gewählt wird, hat es diese Runde gegen Bürgermeister im Ort. Und da haben wir auch das Projekt Happyland vorgestellt und da war auch immer die Frage, wann öffnet wieder das Bad, logischerweise war ja lange genug zu. Da hat es auch immer geheißen, man versucht es vor Weihnachten zu schaffen und das ist auch der Bauzeitplan von Anfang an gewesen. Meine Art Hofbauer. Lassen wir mal dieses tragische Unglück weg. Es geht hier um 14 Millionen, die der Bau, dieser Umbau kostet. Und niemand von denen, die hier sitzen auf dem Buch, niemand wäre bei der Ahnung und Ausschreibung so vorgegangen, wie vorgegangen wurde. Man hätte mehrere Alternativen prüfen müssen. Wir waren eine Delegation in Graz und haben uns dort die sogenannte Auster angeschaut, wir haben sie andere Bäder angeschaut. Ich habe dem Herrn Bürgermeister Unterlagen gegeben von Firmen über Sportstättenbau. Das ist alles ignoriert worden. Es soll sich der Rechnungshof damit beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass wenn eine Firma, die mit Sportstättenbau wirklich Erfahrung hat, die Rutsche gar nicht dort positioniert hätte. Weil du hast nämlich runterrutscht und das sind die Wellen gerade weg, fallen nämlich die Kinder dort am Hintern. Das heißt, ordentlich geplant ist das nämlich schon gar nicht. Dann gibt es noch ganz seltsame Sachen. Der Fußballplatz ist dort, wo früher die Tennisplätze waren und die Tennisplätze kommen dort hin, wo der Fußballplatz war. Und was fragst du, warum? Wörtlich, ich kann das nachweisen.
damit die Wege für die Sportler nicht so lange sind. Das muss man einmal vorstellen. Also ich bin der Meinung, dass hier bei der Planung schon schwere Fehler gemacht wurden und niemand von uns hätte Planung und Ausschreibung in dieser Weise gemacht, wenn es um sein eigenes Geld gegangen wäre. In dieser Art und Weise, in welcher Weise wurde es ausgeschrieben, würde mich jetzt interessieren. Sind Alternativen geprüft worden? Nein. Ich wollte nur wissen, in welcher Art und Weise wurde ausgeschrieben. Das wurde ja gerade kritisiert. Der Masterplan hat 52.000 Euro gekostet und ist direkt vergeben worden. Ist das richtig? Ja, okay. Was ist da drin entstanden? Nein, ausgeschrieben hast du gesagt. Und ausschreiben tut man die Leistungen, die 14 Millionen. Die Ausschreibung ist eine Folge der Planung und hängt damit zusammen. Aber die Darstellung ist ja die, 14 Millionen hätte man so irgendwo hingeschoben. Herr Bürgermeister. Und diese Höhe, diese Summe, die muss man ausschreiben, zwingen. Ja, das ist sicher. Vielleicht ein Satz noch, wie der Herr Egger dieses Projekt hier präsentiert hat, habe ich gesagt, dass alternativ die Möglichkeit hätte geprüft werden müssen, ein neues Park zu bauen. Das hätte sich in 20 Jahren unter Umständen energietechnisch gerechnet. Das gleiche haben wir in Graz gemacht. Was der gesagt hat, das habe ich schriftlich. Möglicherweise werden Sie recht haben, Herr Hofbauer. Aber ich gesagt, da bin ich dann genau 97, hoffentlich noch im Gemeinderat und werde schauen, ob ich recht habe. Johannes Berger. Ja, ich bin auch, dass man natürlich für so einen tragischen Unfall kann man die politische Verantwortung nicht auf Sie schieben. Davon distanziere ich mich auch. Was allerdings leider aufgrund dieses Unglücks dann zutage getreten ist, dass eben das Ganze noch eine Baustelle ist und dass jetzt durch dieses ganze Ereignis und dann eben die zutage tretenden Informationen, dass noch keine Shampoo-Ständer in den Duschen sind, keine Sitzmöglichkeiten und so weiter, einfach ein halbfertiges Bad eröffnet wurde und somit das Happyland, das ja auch irgendwie eigenwirtschaftlich laufen sollte auf längere Frist, dass das Image dieses neu eröffneten Bads natürlich schon extrem gelitten hat. Und dass die Bevölkerung das jetzt schon sehr kritisch sieht. Und ich frage mich, ob das auf die, also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das auf die Besucherzahlen auch eine massive Auswirkung hat. Und da könnte man dann schon auch die politische Verantwortung suchen, dass man dachte, vielleicht wartet man ein bisschen länger und kann dann ein Vorzeigebad eröffnen, ein Bad, das wirklich fertig ist, wo auch die Leute, die hingehen, dann zufrieden sind und das weiter sagen. Weil letztlich müssen wir das finanzieren und wirtschaftlich sollte das schon laufen. Das wurde ja in Aussicht gestellt, dass durch den Umbau das Ganze vielleicht dann sogar eigenwirtschaftlich laufen kann. Dankeschön. Was noch? Beitrag? Ja, ich möchte schon auch ganz gern, was dazu sagen. Und zwar frage ich mich, ob das wirklich jetzt zur Meinungsbildung dieser Zuschauer jetzt wirklich führt, zu sagen, für welche Partei interessiere ich mich letztendlich, zu sagen, ob der politische Verantwortung ist ja wohl ein wesentliches Element, Herr Wirl. Sie sind vielleicht noch nie der Gemeinderat, aber politische Verantwortung, glaube ich, ist wesentlich. Das haben wir schon besprochen, der Herr Jock Herr hat gesagt, also ich sehe hier keine politische Verantwortung. Mich interessiert aber sehr viel mehr, dass wir diskutieren, was wir in Zukunft machen wollen. Wir sind doch jetzt hier. Und die Vergangenheit kehren wir unter den Tisch. Das ist Ihr Zugang als NEO. Okay. Mir geht es um die Zukunft. Ja? Und dass wir Fehler in Zukunft vermeiden, dafür können wir 5 Minuten über Vergangenes reden und können daraus lernen und versuchen, was zu machen. Aber im Endeffekt soll es doch wirklich darum sein, welche Visionen haben wir, was wollen wir eigentlich die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre erreichen? Ja, ich bin auch dafür. Aber hier wird einmal stundenlang über einen Finger zu reden. Es ist tragisch, ich finde es nicht toll. Ja, Sie wissen, glaube ich, nicht, was 14 Millionen für diese Stadt bedeuten, Herr Wirl. Schauen Sie sich, Sie plakatieren und schauen wir uns einmal die Gemeindekasse an. Haben Sie sich schon einmal einen Rechnungsabschluss angeschaut, dann werden Sie sehen, dass wir 68 Millionen Schulden haben. Dann wissen Sie, dass 14 Millionen ein großer Betrag für diese Stadt ist. Dann lasst uns doch darüber reden, lasst uns darüber reden, in welcher Art und Weise wir die Schulden im Endeffekt auch haben. Ja, reden Sie, machen Sie Vorschläge. Dein Slogan ist, wir wollen es wissen. Wir wollen es wissen. Wir wollen es wissen. Wenn Sie irgendwo jemanden gewinnen, machen Sie Vorschläge. Okay, wir machen das jetzt gerne. Ich darf auf diese Diskussion ja ein bisschen
ein bisschen zurückschalten. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, auch über das Internet hier Fragen von den Zusehern gestellt zu bekommen. Und hier ist eine Frage gekommen. Wir wollen wissen, warum wir wen wählen sollen. Wir wollen Wahlthemen der Partei. Ich würde das auch gern wissen. Ja? Und ich würde das gleich bei den Neos anfangen, weil mir das so persönlich so vorkommt, dass hier wenig Themen kommen prinzipiell. Und dass hier allgemein die Weltversammlung kommt, das ist sehr allgemein. Wir wollen für die Zukunft, wir sind modern, wir sind jung. Aber konkret für die Startthemen habe ich eigentlich sehr wenig von den Neos gehört. Was allerdings wirklich Wellen geschlagen hat, war die Forderung des Schulsprechers und Neos-Mitglied. Ihr freie Drogen für alle, drogenfrei zu machen für alle, das hat wirklich wenig gemacht. Aber wirklich konkrete Themen für diese Stadt haben wir persönlich als Redaktionsleiter der Neuen Zeitungsmacher gefehlt. Wir wollen das verändern in Klosterneuburg, das ist ganz klar. Ich habe am Anfang schon angesprochen, diese Stuhlstadtproblematik. Ich glaube, dass wir hier sehr viel mehr für die Jugend noch tun müssen, dass wir hier versuchen sollen, der Jugend eine Zukunft und eine Perspektive zu geben. Und zwar jetzt, FH habe ich jetzt auch als Punkt dazu gebracht. Aber nicht nur das, auch die Kinder. Ja. Ich denke mir, dass wir uns schon überlegen sollten, ob wir die Öffnungszeiten zum Beispiel von Kindergärten, ob wir die nicht in irgendeiner Art und Weise verlängern können, so dass Jungfamilien auch tatsächlich nicht um 5 Uhr nach Hause rennen müssen, die Kinder abholen müssen und dann mit diesen Kindern dann mit dem Wagen durch den Supermarkt zu fahren. Das sind dann zum Beispiel Dinge, wo ich sage, da möchten wir schauen, wie wir hier für die Bevölkerung was Gutes machen. Das ist der eine Punkt. Der andere, das hat mir gut gefallen, was der Herr Mugenschlager gesagt hat, und zwar diese Stadtbelebung. Ja, finde ich toll, finde ich gut, dass Klosterneuburg endlich aufhört, eine Schlafstadt zu werden. Das wollen wir immer aus- und einpendeln. Und da gibt es schon noch eine Idee. Ja, das ist nicht das, was der Schmuckschlager sagt, gut gefällt. Ja, das war ja, wunderbar. Aber Sie haben gesagt, weil Sie haben ja auch als Einzelne gesagt, wenn Sie verlieren würden, ich habe nicht gesagt, dass ich korrelieren will. Die Frage war damals eine ganz andere. Ja? Und worin liegt der AfD jetzt die ÖVP an? Und ich habe gesagt, mir geht es nicht darum, die ÖVP anzugreifen, weil die Neos sind auch dazu da, einen neuen Stil in die Politik zu bringen. Und das heißt Dinge anzuerkennen, die ÖVP über viele Jahre gemacht hat, weil so viel kann nicht falsch gemacht werden sein, sonst hätten wir nicht alle ein Klosterneuburg, wo wir gerne leben und wo wir sagen, es passt. Ja? Was aber was nicht heißt, dass wir nicht neue Wege in die Politik hineinbringen. Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, wir wollen mehr Transparenz haben. Ja, das ist schon ein Thema. Aber bleiben wir nochmal bei der Stadtbelebung. Ja? Ich möchte nicht nur Stadtbelebung in dem Bereich, sondern ich möchte Wirtschaftsbelebung. Ich glaube, dass bis hin zur Verkehrsproblematik, wir haben ein Problem damit, dass wir nicht geeignete Firmen finden, die in Klosterneuburg sich ansiedeln wollen. Ja? Und da möchte ich einen zweiten Schwerpunkt setzen. Ich möchte mit dem ISD Austria würde ich ganz gerne mehr kooperieren. Ja? Und zwar proaktiv. Ich habe letzten Montag erst mit Leuten von der Eco Plus gesprochen und gesagt, okay, was können wir aus der Neuburger tun, damit es hier funktionierende Spin-off-Unternehmen geben kann. Ja? Überall auf der Welt, wo es Forschungszentren gibt, die Grundlagenforschung macht, da bilden sich dann Arbeitsplätze, da bilden sich Jungunternehmer, da bilden sich Leute, die dieses Wissen dann wirtschaftlich verwerten. Und da ist meiner Meinung nach bisher viel zu wenig getan. Ja, Slater Pitschko, warum soll man die FPÖ wählen? Weil die hinter seinen Gründen
Schulen werden und nicht ein Flüchtlingslager. Mäßighafter. Natürlich, natürlich. Das ist die zentrale Aussage ist die, dass das Kasernengelände das einzige taugliche Stadtentwicklungsgebiet in Klosterneuburg ist. Und wenn wir in den letzten Jahren eine Entwicklung zum Schulstandort machen wollen, dann ist es wirklich notwendig, dass wir das Kasernengelände in unser Eigentum bekommen. Und das ist also dann nicht ein Asylwerberzentrum oder Asylantenzentrum. Die SPÖ möchte ja diesen Standort für Asylanten geradezu aufwerten, lese ich von einem Kandidaten, den sie vorzustimmen geben sollen. Es soll jetzt ein Verteilerzentrum und damit es eine dauernde Einrichtung werden. Wir sagen Schulzentrum statt Asylantenzentrum, weil wir dort das Schulzentrum errichten wollen. Es ist nämlich wirklich der einzige taugliche Standort für ein Schulzentrum. Das ist nicht von mir erfunden. Wir haben um ca. 60.000 Euro eine Schulstudie in Auftrag gegeben, das Ergebnis liegt vor. Es sind drei Standorte genannt worden, das darf ich auch sagen. Der eine Standort ist der Platz bei den Kreindln, beim Kreindlhof, den sogenannten Kreindlhof. Das war schon Gegenstand einer Volksbefragung, da wurde schon festgestellt, das soll Grünland bleiben. Der zweite Standort, der angegeben wurde, war der Bereich der Bruckner Schule. Wer also den Bereich Bruckner Schule kennt, weiß, dass also das sicher nicht geeignet ist, um ein Schulzentrum zu errichten, weil sie schon jetzt kaum zu und abfahren können. Das heißt, der einzige taugliche Standort ist das Kasernengelände. Und ich darf Ihnen heute sagen, dass die Problematik vom Kauf des Kaserngeländes bis zur Errichtung eines Schulzentrums also sicher 10 Jahre mindestens in Anspruch nehmen wird. Und nach dieser Studie, die wir haben, haben wir aber nur 15 Jahre ungefähr Zeit. Das heißt, es ist höchste Zeit, dass wir hier tätig werden und es sich überhaupt nicht ein, wieso so lange überhaupt nichts mehr passiert ist. Und ich sehe überhaupt nicht ein, wenn beispielsweise der Linzer Bürgermeister sagt, wir haben ein Stadtentwicklungsgebiet, wir haben hier eine Widmungssondergebiet-Kaserne, hier ist eine Unterbringung von Asylwerbern gesetzlich nicht möglich, wieso unser Bürgermeister aufzeigt und sagt, fährt zu mir. Das sehe ich nicht ein. Und ich sehe auch nicht ein, wieso Asylwerber oder anerkannte Asylanten in Klosterneuburg bevorzugt eine Gemeindewohnung bekommen, wenn andere Klosterneuburger jahrelang warten müssen. Herr Bürgermeister, ist da was dran oder ist das ein Thema, auf das sich die FPÖ erwartungsgemäß in dieser Form schmeißt? Ja, also ich muss sagen, ich würde nicht so begegnen. Ich habe auch gesagt, wir schreiben das nicht auf irgendeinen Wahlzettel oder irgendwas. Ja, wie man sagt, das ist eine Grundhaltung. Wie geht man mit dem Problem dieser Menschen um? Und sie haben derzeit Zustände. Es ist zurzeit der schlimmste Winter in Syrien, den es je gab. In den Flüchtlingslagern friert das Wasser. Babys sterben, weil sie einfach einschlafen in der Nacht. Und jetzt gibt es eh nicht so viele, die bis nach Österreich kommen. Und da fangen wir eine Menschenschacherei zwischen Rot, Schwarz, Blau und so weiter an, die wirklich einfach beendet gehört. Und darum habe ich gesagt, bitte, da unten dreht man zwei Schalter auf, der eine ist für die Heizung, der andere ist fürs Licht und dann kann man aber Leuten Unterkunft geben. Und das sind zurzeit 140 Menschen in etwa. Das ist nicht unüberschaubar für Klosterneuburg, das zu schaffen. Und ich bin wirklich dankbar und kann es heute auch mal sagen, für alle, die hier mithelfen, das zu unterstützen. Im Sinne von Dr. Pitschko sage ich nur richtig, langfristige Entwicklung, Schulstandort, aber auch nicht auf den ganzen 12 Hektar dort unten, sondern da wollen wir eben einen gewissen Bereich bekommen. Nur in einer Situation wie jetzt sollte man nicht anfangen, Menschen in Zelte zu legen, wenn man andere Möglichkeiten hat. Und die haben wir und die haben wir Gott sei Dank genutzt. Die SPÖ soll man deshalb wählen, weil die SPÖ dafür sorgen möchte, dass Klosterneuburg auch für die Klosterneuburger leistbar bleibt, dass die Stadt leistbar ist. Dazu zählt sehr viel, das habe ich schon am Anfang gesagt, da zählt die Möglichkeit hier wohnen zu können, auch in Zukunft hier wohnen zu können für junge Klosterneuburger, da zählt bessere Nahversorgung, da zählen dazu Betriebe für Klosterneuburg, Betriebe, die wir brauchen, wo es einen kurzen Weg zum Arbeitsplatz gibt.
Dazu zählen aber auch insbesondere Kinderbetreuung, Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere mehr Kinderbetreuungseinrichtungen für kleine Kinder. Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr, ganz wichtiger Faktor dafür, dass man auch entsprechend den Beruf ausüben kann. Ohne Kinderbetreuung keine entsprechende Möglichkeit, Berufe auszuüben. Dazu zählen öffentliche Verkehrsmittel. Auch hier gibt es einigen Nachholbedarf. Unsere Idee entsprechend hier, wie in Salzburg, durch den Citybus, der einfach in Schleifen abfährt, mehr Möglichkeiten zum Einsteigen, bessere Zeiten für öffentliche Verkehrsmittel. Da zählt sehr viel dazu. Die SPÖ all das, garantiert, sie kann es nicht garantieren, aber die SPÖ wird sich dafür einsetzen. Die SPÖ setzt sich nicht nur für leistbares Wohnen, sondern für ein leistbares Leben ein. Und leistbares Leben sind nicht nur Wohnungen. Und wir haben eine Stadt mit vielen Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist etwa das Kasernengelände. Dieses Kasernengelände, wir haben heute gehört, dass es zu Verzögerungen wahrscheinlich kommen wird im Stadtrat. Aber wichtig ist, dass wir dieses Gelände als einfach eine Chance sehen, als eine Chance, hier ein neues Stadtviertel zu schaffen. Und diese Chance hat man nicht sehr oft in einer Stadt. Und daher sollten wir eine solche Chance ergreifen. Das heißt, hier kann man kommunale Einrichtungen wie Schulen, wir brauchen mehr Schulen, wer braucht hier Altenbetreuung, wir brauchen den Wirtschaftshof, wir brauchen aber auch Wohnungen. All das hat man hier eine Chance zu nutzen und das sollte man nutzen, diese Chance. Ich muss ein bisschen drängen mit der Zeit. Stadtrat Wimmer, warum soll man die Grünen wählen? Weil wir haben auch eine wunderschöne grüne Stadt. Wir haben doch wunderschöne. Sie ist zum Teil noch, sie ist zum Teil noch eine sehr schöne grüne Stadt. Zum Teil aber auch stark in Bedrängnis durch die extreme Bebauung. Ich habe das heute schon eingangs erwähnt. Und das ist sicher eines der Anliegen, dass wir für die Bürger massiv vertreten werden, dass wir schauen, dass nicht wirklich jeder Zentimeter verbaut wird. Und das ist auch natürlich eines der wesentlichen für eine gute Lebensqualität in Klosterneuburg. Das zweite Thema ist ein Kulturthema, das ist die Rostock-Villa, das werden Sie schon gehört haben, dass wir Grüne ganz klar gesagt haben, die Rostock-Villa muss für die Stadt in einem öffentlichen Verhältnis erhalten bleiben und das ist nicht nur ein Wunsch der Grünen, sondern das ist auch vom Klosterneuburger Museumsverband, wo 11 Museen beinhaltet sind, auch ganz klar ausgedrückt worden und wir sagen, wenn es 14 Millionen für ein Freizeitzentrum gibt, dann muss es in einer Kulturstadt wie Klosterneuburg auch 2 bis 3 Millionen geben, um eine historische Villa wie die Rostock-Villa zu erhalten und zu bespielen. Ich glaube, das ist hier durchaus möglich, für die Zukunft ein Konzept zu finden, wo die Rostock-Villa durchaus auch, sage ich mal, Erträge bringt. Ja. Und alles klar. Aber letztes Thema noch kurz. Und dann noch die Optimierung der Finanzen der Klosterneuburger Politikergagen. Man kann, wenn wir Stadträte von 13 auf 9 reduzieren, wenn wir auch die Ortsvorsteher aus den Reihen der Gemeinderäte wählen, wenn wir uns verzichten auf die Umweltgemeinderäte und sie nur beim Umweltstadtrat belassen, über 750.000 Euro in 5 Jahren einsparen. Und ich glaube, das sollten wir warten, ohne dass wir einen Qualitätsverlust haben. Dankeschön. Johannes Kehrer, warum Puck? Muss ich zustimmen, ist eine sehr lebenswerte Stadt. Man kann sich trotzdem weiter verbessern, aber eben dieses Lebenswerte zeigt sich darin, dass mehr Leute noch zuziehen wollen. Und dieser Siedlungsdruck ist unserer Ansicht nach ganz wichtig, dass man den vor allem am Kasernengelände unterbringt, ein durchmischtes Stadtviertel dort erbauen kann, das auch nachhaltig, verkehrlich nachhaltig und infrastrukturell nachhaltig erschlossen werden kann, wo Leben in dieser Stadt dort ist, dass man eben nicht zu großen Baufarben in jetzt Grüngegenden greifen will. Bezüglich der Rostock-Villa muss ich schon sagen, das ist schon schön und gut, aber 4,6 Millionen Euro war das in eurem Antrag. Der öffentliche Verkehr in ganz Klosterneuburg bekommt im Jahr insgesamt 1,3 Millionen Euro. Das heißt, also die Kultur sind mehr als 3 Jahre der öffentliche Verkehr. Insgesamt wollte ich nur sagen, insgesamt wollen wir, und wir haben alle keine Eigeninteressen, aus denen wir in die Politik gehen, sondern wir wollen einfach diese Politiker darstellen, beziehungsweise ohne Parteihintergrund, denen man vertrauen kann, dass wir in der Situation dann die richtige Entscheidung treffen. Weil es kann nicht jeder alles umsetzen, aber wir wollen einfach zeigen, dass wir mitdenken und dass man uns vertrauen kann, dass wir im Zweifelsfall die richtige Entscheidung treffen. Dankeschön. Liste Hof. Anhand Kaserne 2005 habe ich den Antrag gestellt, dass also, nachdem man gehört hat, dass die Pioniere absiedeln, dass
man sich darüber Gedanken macht und das in den Ausschüssen behandelt wird, was mit diesem Areal zu geschehen hat. Das ist also vor 10 Jahren. Es ist absolut nichts gemacht worden. Und daher ist es mein besonderes Anliegen, dass mehr Demokratie in diesem Gemeinderat herrscht, dass man die Anliegen von anderen, von kleinen Parteien auch entsprechend würdigt und nicht in den Ideenfriedhof-Ausschuss abschiebt. Das wäre mein großes Anliegen. Bürgermeister kann ich nicht werden, daher kann ich nur versprechen, weiterhin eine konstruktive Oppositionspolitik zu machen, Anträge einzubringen und zu versuchen, die innovativen Gedanken von unserer Liste eventuell einzubringen. Dankeschön, Michael Angel. Warum muss man die für einen Wähler Kloster Neuburg wählen? Ja, unsere DW24. Unsere DW für Kloster Neuburg. Bau von Gemeindewohnungen für schwache Mitbürger und leistbares Wohnen für Jungfamilien. Sanierung der bestehenden Gemeindewohnungen und auf lebenswerten Standard. Pensionisten leistbares Wohnen bei geringen Einkommen. Wie lange geht das jetzt? Weil wir müssen nach den Wir haben 13 Punkte. Ja, das ist mal fast schön. Die drei wichtigsten. Steuern, keine Abgabenerhöhungen mehr für Klosterneuburger Bürger. Das ist das Wichtigste. Umweltförderung, erneuerbare Energien, Schutz der Aulandschaft, das ist auch sehr wichtig. Und bei den Kasernengründen, bevor wir überlegen, ob das Kasernengrundstück gekauft wird, soll man mindestens die Umstände, was wir fordern, umsetzen. Dankeschön, so. Danke. Lieber Herr Bürgermeister, Sie haben das Schlusswort, so wie ich es gehört. Okay, ja, warum soll man bitte den Herrn Bürgermeister Stefan Schmuckenlehrer, Schwager, 5 Jahre lang das Vertrauen schenken? Ich dachte, jetzt kann ich mich bedanken für die Sitzungsteilnahme sozusagen. Aber dann, ich glaube, im Wesentlichen ja, hat Kloster Neuburg viel zu bieten. Das Entscheidende wird sein, und auf das müssen wir uns in den nächsten Jahren einstellen, dass wir bei der Bildung stark sind. Da gibt es eh starke Übereinstimmung für Groß und für Klein, sowohl für die Alten, weil die Alten müssen auch fit bleiben in Kloster Neuburg, und für die Kleinen. Da muss früh losgehen, weil wenn wir einen Rohstoff pflegen müssen, wegen dem Wein, den wir ja auch alle genießen in Kloster Neuburg, dann ist es auf jeden Fall die Bildung und das Wissen, weil wir werden keine Industrie, keine Fabriken ansiedeln, aber wir brauchen, wie das so schön heißt, die rauchenden Köpfe und das Wissen in dieser Stadt. Und ich glaube, da sollten wir wirklich bestrebt sein, vorne dabei zu sein und das bestmöglich zu machen. Herzlichen Dank, Dankeschön. Wir sind jetzt am Ende unserer Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Disziplinierte. Ich bedanke mich ganz herzlich für die hohe Diskussionskultur, die hier geherrscht hat. Und mir bleibt noch über eine Bitte: Gehen Sie am 25. Jänner zur Wahl. Das wäre das Wichtigste. Dankeschön.